Ja, liebe Zuschauer, Wiesenstimmung heißt nicht immer nur Mittelschiff, heißt nicht immer nur Kapelle Vollgas, sondern da kann man sich auch mal in eine Box reinsetzen, vorzugsweise natürlich wie im Wirt hier. Siegfried Able neben mir, der Festwirt vom Marstallzelt. Herr Able, wie gefällt es Ihnen, dass Sie auf der Wiesn? Na, das ist gut. Ich muss sagen, die Wiesn hat jetzt genau die richtige Stimmung. Es ist angenehm, auf der Straße zu gehen. Die Leute sind entspannt. Sie spüren, dass es wunderbar sicher auf dem Oktoberfest ist. Also ich glaube, es kann nicht besser sein, gerade bei dem Wetter. Ja, und wenn man dann auch noch so ein schmackiges Brotzeitbrätl vor sich hat, gell, dann fällt ja normalerweise gar nichts. Und Sie haben noch ein Drum, das Sie uns unbedingt noch zeigen wollen. Was gesagt haben, Sie haben was ganz Besonderes mitgenommen heute. Weil normalerweise trinkt man auf der Wiesn ein Maß Bier, also praktisch einen Liter Bier. Aber ja, Siegfried Able hat uns was anderes mitgenommen. Ja, ich habe mir gedacht gehabt, für einen großen Fernsehsender in München, da braucht es einen größeren Krug, weil normalerweise ist ja auch. Weil wir wahnsinnig viel Durst haben immer. Genau, richtig. Weil auf der Wiesn gibt es normal nur ein Liter Krüge. Aber ich habe mir gedacht gehabt, ich bringe euch und dir einen ganz besonderen Krug mit, einen limitierten Jahreskrug von uns. Ja. Das ist ein 2-Liter-Krug, den gibt es nur, sage ich mal, für besondere Gäste und in dem Fall für einen besonderen Fernsehsender. Und dieser Krug hat eine wahnsinnige, schöne Besonderheit. Es steht ein schöner Spruch drauf, ich darf ihn vielleicht zitieren. Ja, unbedingt. Er heißt, außerhalb Bayerns gibt es kein Leben und wenn, ist es doch nicht wie dieses. Siegfried Able, das ist mehr als ein Spruch, das ist fast ein Lebensmotto. Ja, darf ich sagen, das beschreibt das Münden- und das Wiesengefühl sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir haben 2 Brotzeitbrätl da und 2 Liter Krug. Lassen wir es uns gut gehen, oder? Den machen wir voll und dann geht's los. Jetzt fehlen bloß noch 2 hübsche Frauen, oder? So ist es. Und damit zurück zu Eva und Alex auf die Empore.